Günther Prien, der Stier von Scarpa Flow. Der Angriff auf Scarpa Flow. Am 1. Oktober 1939 erhielt Prien vom Befehlshaber der U-Boote, Karl Dönitz, den Auftrag, in den britischen Kriegshafen Scarpa Flow einzudringen. Dönitz gab Prien mindestens 24 Stunden Bedenkzeit für die freiwillige Mission, doch Prien sagte schon am nächsten Tage zu. Dieser Auftrag glich einem Selbstmordkommando, da der Hafen schwer gesichert war und schon im Ersten Weltkrieg zwei deutsche U-Boote bei ähnlichen Missionen versenkt worden waren. Außerdem war der Angriff aufgrund der starken Strömungen nur in Überwasserfahrt möglich. Als Angriffstermin wurde die Nacht vom 13. auf 14. Oktober gewählt, um die tiefe Dunkelheit einer Neumondnacht zu nutzen. Am 8. Oktober legte U-47 aus Kiel ab und begab sich auf die etwa 1100 Kilometer lange Fahrt. Aus dem Kriegstagebuch von U-47, zweite Unternehmung. 15. September 1939 bis 8. Oktober 1939, Kiel. Boot ist am 15. September 1939 0.14 Uhr von der ersten Unternehmung zurückgekehrt und liegt in Kiel an der Tirpitz-Mole zur Torpedoabgabe und Klarmachen für Werftzeit. Von 16. September bis 2. Oktober 1939 Werftüberholung in der Germania Werft Kiel. Vom 26. September bis 28. September eingedockt. 1. Oktober 1939 Torpedoübernahme. 4. Oktober 1939 bis 7. Oktober 1939 Ausrüstung. 8. Oktober 1939 Deutsche Bucht, 11 Uhr, Südost, 1 Grad, bewölkt. Auslaufen zur Sonderunternehmung gemäß Operationsbefehl Nummer 16. Nordsee durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal, die Deutsche Bucht und Weg 1. Genau Standortangaben können nicht mehr gemacht werden, da gemäß Sonderbefehl alle Geheimsachen vor Ausführung des Befehls vernichtet wurden. 9. Oktober 1939, südlich der Doggerbank, Süd-Südost 4 bis 5 Grad, bedeckt, sehr dunkle Nacht. Auf Grund gelegen, nach Einbruch der Dunkelheit aufgetaucht und weiter Marsch angetreten, ziemlich viele Fische angetroffen. 10. Oktober 1939, nördlich der Doggerbank, Süd-Südost, 7 Grad, bedeckt, tags auf Grund gelegen, nachts marschiert. 11. Oktober 1939, Terrisholt, Süd-Südost, 7 bis 8 Grad, bedeckt, wie am Vortage. 12. Oktober 1939, Terrisholt, Südost, 7 bis 6 Grad, bedeckt, östlich der Orkney-Inseln tagsüber auf Grund gelegen, abends aufgetaucht und zur Feststellung des Schiffsortes auf die Küste zugelaufen. Von 22 Uhr bis 22.30 Uhr sind die Engländer so freundlich, die gesamte Küstenbefeuerung einzuschalten, sodass ich genauesten Schiffsstandort bekomme. Obwohl seit Auslaufen auf Weg 1 keine Besteckmöglichkeit mehr bestand, sodass nur nach Kopplung und Lotung gefahren wurde, stimmte der Schiffsstandort auf 1,8 Seemeilen. 13. Oktober 1939, östlich Orkney-Insel, Nord-Nordost, 3 bis 4 Grad, leicht bewölkt, sehr helle Nacht, Nordlichter am ganzen Nordhorizont. Die Sicht ist ganz übel, und der Land ist alles dunkel. Hoch am Himmel ist das flackernde Nordlicht, sodass die Bucht, die von hohen Bergen umgeben ist, direkt von oben beleuchtet wird. Gespenstisch wie Theaterkulissen stehen die Sperrschiffe in den Stunden. Um 4.37 Uhr Boot auf 90 Meter Wasser auf Grund belegt. Ruhe für die Besatzung. Um 16 Uhr allgemeines Wecken. Nach dem Frühstück um 17 Uhr Vorbereitungen zum Angriff auf Scarpa Flow. Es werden zwei Torpedos in Schnellladestellung vor die Rohre 1 und 2 gebracht. Im Boot Sprengkörper angebracht für den Fall der Sprengung. Stimmung in der Besatzung ist hervorragend. Um 19.15 Uhr aufgetaucht. Nach einem warmen Abendessen für die ganze Besatzung, Marsch nach Holmsund angetreten. Alles geht planmäßig, bis 23.07 Uhr kurz vor Rosenes vor einem Dampfer getaucht werden muss. Trotz der sehr hellen Nacht und der brennenden Lichter kann ich den Dampfer in keinem der beiden Seerohre ausmachen. Um 23.31 Uhr wieder aufgetaucht und in den Holmsund eingelaufen. Einlaufender Strom. Bei Näherkommen ist der ins Geresund versenkte Dampfer sehr gut zu sehen, sodass ich zunächst glaube schon im Kerksund zu stehen und darauf zulaufe. Der Obersteuermann stellt aber anhand seiner Kopplung das zu früh Andrehen fest, während ich aber gleichzeitig den Fehler erkenne, weil nur ein Dampfer in der Enge versenkt liegt. Durch hartes Abdrehen nach Steuerbord kann die bestehende Gefahr beseitigt werden. Wenige Augenblicke später ist der Kerksund frei einzusehen. Es bewährt sich jetzt, dass ich die Karte vorher auswendig gelernt habe.
denn die Durchfahrt geht mit unglaublicher Geschwindigkeit vor sich. Ich hatte mich inzwischen entschlossen, im Norden die Sperrschiffe zu passieren. Mit 270 Grad wird der Zweimastschurme, der mit Kurs 315 vor der eigentlichen Sperre liegt, auf 15 Meter Abstand passiert. Im nächsten Augenblick wird das Boot vom Strom erfasst und nach Steuerbord gedreht. Gleichzeitig wird die im Winkel von 45 Grad nach vorn zeigende Ankerkette des nördlichen Sperrschiffes erkannt. Mit Backbordmaschine stoppen Steuerbordmaschine langsam voraus und ruderhart Backbord dreht das Boot zunächst sehr langsam und berührt Grund. Die vorgefluteten Tauchbunker und Zellen werden ausgeblasen. Das Boot dreht und dreht weiter. Das Heck berührt noch die Ankerkette. Boot ist frei, wird nach Backbord herumgerissen und lässt sich nur mit harten, schnellen Maßnahmen wieder auf Kurs bringen. Aber wir sind in Scapa Flow. 14. Oktober 1939, 0:27 Uhr. Es ist widerlich hell. Die ganze Bucht ist fabelhaft zu übersehen. Südlich Cava liegt nichts. Ich laufe noch näher. Da erkenne ich an Backbord die Hoxha Soundbewachung, für die das Boot als Zielscheibe in den nächsten Sekunden erscheinen muss. Damit wäre alles umsonst, zumal sich südlich Cava noch immer keine Schiffe ausmachen lassen, obwohl sonst auf weiteste Entfernung alles klar erkennbar ist. 0:55 Uhr, also Entschluss, südlich Cava liegt nichts. Deshalb, bevor jede Aussicht auf Erfolge aufs Spiel gesetzt wird, müssen erreichbare Erfolge durchgeführt werden. Dementsprechend nach Backbord kehrt gemacht. Unter der Küste nach Norden gelaufen. Dort liegen zwei Schlachtschiffe und weiter unter Land Zerstörer vor Anker. Kreuzer nicht auszumachen, Angriff auf die beiden dicken. Abstand 3000 Meter, eingestellte Tiefe 7,5 Meter, Aufschlagzündung 1:21 Uhr. Ein Schuss auf den nördlichen, zwei Schuss auf den südlich liegenden abgeschossen. Es detoniert nach gut 3,5 Minuten ein Torpedo auf dem nördlich liegenden Schlachtschiff. Von den anderen beiden ist nichts zu sehen. Kehrt. 1:23 Uhr. Heckschuss. Im Bugraum sind zwei Rohre nachgeladen. Rum. Drei Bugschüsse. Nach je knappen 3 Minuten nach den Abschüssen die Detonationen auf dem näher liegenden Schiff. Da rollt, knallt, bumst und grummelt es gewaltig. Zunächst Wassersäulen, dann Feuersäulen, Brocken fliegen durch die Luft. Jetzt wird es im Hafen lebendig. Zerstörer haben Lichter. Aus allen Ecken wird gemorst. An Land. Etwa 200 Meter von mir ab, bausen Autos über die Straßen. Es ist ein Schlachtschiff versenkt, ein weiteres beschädigt und drei Aale hat der Teufel geholt. Alle Rohre sind leer geschossen. Ich entschließe mich zum Auslaufen, denn, erstens, getauchte Angriffe kann ich mit meinen Seerohren nachts nicht fahren. Siehe Einlauferfahrung. Zweitens, bei der hellen Nacht kann ich mich bei dem stillen Wasserspiegel nirgends ungesehen mehr hinbewegen. Drittens, ich muss annehmen, dass mich ein Autofahrer gesehen hat, der querab von uns stehen blieb, Kehrt machte und mit hoher Fahrt nach Scapa wegfuhr. Viertens, weiter nach Norden kann ich auch nicht, denn dort liegen, gut gedeckt gegen sich durch mich die vorhin schwach erkannten Zerstörer und der Land. 1:28 Uhr, mit zweimal halbe Fahrt voraus auf Auslaufkurs gegangen. Zunächst alles einfach, danach geht es wieder los. Der Wasserstand ist gefallen. Einlaufender Strom. Mit leichter Fahrt und kleiner Fahrt versuche ich rauszukommen. Ich muss im Süden durch die Enge wegen der Wassertiefe. Es geht die Wirbelei wieder los. Mit Kurs 58 Grad und leichter Fahrt 10 Seemeilen stehe ich auf der Stelle. Mit halber Fahrt an dem südlichen Sperrschiff vorbeigequält. Der Rudergänger arbeitet vorzüglich. Mit zweimal halbe Fahrt, zuletzt mit großer Fahrt und äußerster Kraft voraus sind wir frei von der Schiffssperre. Vor mir eine Mulle. Mit harten Rudermanövern auch da noch rum und um 2:15 Uhr sind wir wieder draußen. Schade, dass nur einer vernichtet wurde. Die Torpedoversage erkläre ich mir als entweder Gradlaufversage oder Geschwindigkeitsfehler oder Absacker. Im Rohr 4 ein Rohrläufer. Bei der Unternehmung hat sich die Besatzung ganz ausgezeichnet bewährt. Am 13. Oktober, morgens, wurde im Schmierölwasser 7 bis 8% festgestellt. In fieberhafter Arbeit haben alle zugepackt, das Öl auszuwechseln bzw. zu entwässern und die Leckstelle zu isolieren. Das Torpedopersonal hat mit bemerkenswerter Geschwindigkeit die Rohren nachgeladen. Das Boot war so in Form, dass ich es mir leisten konnte, im Hafen Ladung einzuschalten und Luft aufzupumpen. 2:15 Uhr, mit südöstlichen Kursen abgelaufen zum Rückmarsch. Ich habe noch 5 Torpedos für den eventuellen Handelskrieg. 6:50 Uhr, 57 Grad 58 Minuten Nord, 1 Grad 3 Minuten West, auf Grund gelegt. Der Lichtschein von Scapa ist noch lange zu sehen, anscheinend werfen sie noch Wasserbomben. 19:35 Uhr, Ost-Nordost 3 bis 4 Grad, leicht bewölkt einzelne Regenschauer.
Sicht nach Land zu schlecht, sonst gut. Mit Kurs 180 Grad weitergelaufen. Dieser Kurs wird gewählt in der Hoffnung, vielleicht noch einen zu erwischen unter der Küste. Und um U20 auszuweichen. 15. Oktober 1939, 6 Uhr. 56 Grad 20 Minuten Nord, 0 Grad 40 Minuten West, getaucht und auf 72 Meter auf Grund gelegt. Ab 10 Uhr werden in großer Entfernung von Zeit zu Zeit Wasserbomben geworfen. Es werden mit Sicherheit 32 Bomben gezählt. Ich bleibe deshalb bis zur Abenddämmerung auf Grund liegen. 18.23 Uhr, Nordost, 5 Grad. Seegang 4, lange Dünung aus Nordost, bewölkt, gute Sicht, aufgetaucht. Vor dem Boot liegt beim Auftauchen der norwegische Dampfer Meteor. Infolge eines Versehens wird im Funkraum Funkverkehr des Dampfers gemeldet. Ich lasse darum einen Schuss abgeben weit vor dem Dampfer, der bereits gestoppt liegt. Der Dampfer ist bestimmt für Newcastle on Tyne, hat 238 Passagiere. Dampfer sofort entlassen. Aufenthaltsdauer ca. 12 Minuten. Vom Funkraum wird nachträglich gemeldet, dass der Dampfer nicht gefunkt hat. 16. Oktober 1939. 7.02 Uhr, 54 Grad 57 Minuten Nord, 2 Grad 58 Minuten Ost, Nordwest, 2 bis 3 Grad, gute Sicht. Generalkurs 120 Grad, auf der Doggerbank getaucht. Es wurden auf 54 Grad 58 Minuten Nord, 2 Grad 56 Minuten Ost 3 Treibminen gesichtet. Wegen Fischernähe nichts veranlasst. Tagsüber getaucht marschiert. 18.56 Uhr. 54 Grad 51 Minuten Nord, 3 Grad 21 Minuten Ost, Nordwest, 2 Grad, leicht bewölkt, gute Sicht, aufgetaucht, mit Kurs 128 Grad Weg 1 angesteuert, 17. Oktober 1939, Weg 1 passiert, von 4.04 Uhr bis 4.47 Uhr den Bewachungsfischdampfer Nummer 808 gejagt. Dabei 8-mal ES ohne Antwort abgegeben. Erst auf E gleich 5-6 Hektometer und Gebrauch des Handscheinwerfers reagiert dieser Vogel. Bei solchen Bewachen kann sich ein solcher Vorgang wie meiner Unternehmung auch bei uns ereignen. 11 Uhr, Wilhelmshaven 3, Einfahrt eingelaufen. 11.44 Uhr, U-Boot-Stützpunkt festgemacht. 15.30 Uhr, Besatzung nach Kiel und Berlin geflogen. Bei der Rückkehr am 17. Oktober 1939 in Wilhelmshaven wurde die Besatzung von Dönitz und Großadmiral Reeder schon am Kai begrüßt. Einen Tag später empfing Adolf Hitler die Mannschaft von U-47, nachdem er sie mit seinem Privatflugzeug nach Berlin holen ließ. Dabei wurde Prin das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen, während die Männer seiner Besatzung mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet wurden. Der Empfang Prins und seiner Mannschaft war der erste einer ganzen Reihe von Empfängen. Prin wurde damit zum ersten deutschen Soldaten, den die NS-Propaganda zu einem reichsweit bekannten Kriegshelden stilisierte.